So, kurzer Stand. Hiermit erzeuge ich eine Sohle. Die ist jetzt da. Dann haben wir ein Spreadsheet. Und in dem Spreadsheet kann ich jetzt die Daten schon mal ändern. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, hier sind die Divisionen. Hier Stelle 5 möchte ich die Höhe von 15 auf 40 ändern, ändere ich hier den Wert und gehe hier wieder drauf, dann wird das hier angepasst. Und ich könnte genauso gut hier zwei Zellen weitergehen und könnte sagen, ich mache da minus 100 draus. Und dann geht es hier raus. Genau das gleiche geht für die Spitze. Das ist die Spitze vorne, 70 relativ zur Länge. Also Länge hat man 244, mache ich dort draus jetzt mal 100, 50 und aktualisiere, geht die Spitze vorne raus. So, was kann ich noch machen? Dort das hier alles ein bisschen eng ist, gibt es die Möglichkeit über Needle Open Spreadsheet das Spreadsheet jetzt in ein separates Fenster zu setzen. Da kann ich mir erstens mal das über die gesamte Breite anzeigen lassen. So in der Form. Und ich kann hier das Bild auch in Vollbild gehen lassen. Und dann komme ich doch wesentlich besser mit dem Platz hier klar. Also machen wir es einfach mal die Ferse. So, aber bei der Ferse möchte ich gern hier die eine Ecke mal noch erhöhen. Und dann ist sie draußen. Also damit kann ich jetzt mein ganzes Objekt beliebig